Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Psycho, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Wir befinden uns in Sons of the Forest im harten Schwierigkeitsgrad und sind immer noch in Höhle Nummer 4. Und letztes Mal haben wir hier an dieser Stelle aufgehört, da mir aufgefallen ist, dass da hinten noch mehr los ist, noch mehr zu tun ist, scheinbar. Die Höhle ist doch noch größer, als ich gedacht hätte. Könnte aber auch sein, dass wir jetzt hier wieder in der Anfangshöhle sind. Das weiß ich nicht. Ah, nee, okay. Ich erinnere mich irgendwie an die Stelle. Weil ich glaube, die Stelle war haarig. Wenn ich mich nicht recht entsinne. Okay, hier ist normaler. Das sind beides normale, das ist gut. Okay. Ladies and Gentlemen, sehe ich denn so scheiße aus, dass man direkt ins Wasser gehen muss, wenn man mich sieht und abnippelt? Also, gut. Ich kann mich mal wieder... Jetzt langsam wird's recht. Jetzt langsam sehe ich das wirklich als Beleidigung. Also ja, ich weiß, ich muss mich mal wieder rasieren, aber da muss ich nicht gleich ins Wasser gehen. Also das nagt schon an meiner... Das nagt schon an mir. Ah, zumindest der will spielen. Ah, jetzt tut er so, als ob er blind ist und nicht sieht. Ja, angeblich. Komm du mir nochmal unter die Augen. Zwei laufen ins Wasser, einer tut so, als ob er blind ist. Oder er ist erblindet, nachdem er mich gesehen hat. Also kannst du jemand ganz subtil sagen... dass man vielleicht sein Äußeres ändern sollte. Wie sie jetzt da sitzt. Chillt ihre Base. Will mich ihre Kinder angreifen. Die Kinder sind voll crazy, weil die eine Nabelschnur haben. Es ist wie so ein Luftröhrchen, das man aus diesen alten Zeichentrickserien kennt, wenn sie ins Wasser gehen und einfach so ein Bambusröhrchen so raushalten. Und deswegen können diese Viecher auch unter Wasser atmen. Das ist richtig crazy. Das sind auf jeden Fall die Fortgeschrittenen. Deswegen ist es gut, dass wir sie klatschen. Denn wenn die unter Wasser atmen können und die anderen nicht, na, dann sollten wir nicht zulassen, dass hier irgendwas zustande kommt, was wirklich atmen kann unter Wasser. Okay, den rechten oder den linken? Die linke, weil die haut gleich ab. Frauen und Kinder zuerst. Wo ist der andere hin? Da hinten. Na komm. Da nicht. Okay, wir haben beide geschlachtet. Und, ach nee, ich dachte, hier wäre wieder Wasser. Also wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wir dürfen jetzt ja noch zwei Batterien haben, also Halbzeit mit der Taschenlampe. Ich hoffe, sie hält noch. Ja, ich weiß, wir könnten mit der Shotgun wieder gehen. Wäre vielleicht sinnvoller. Jetzt erstmal hier hin. Und ja, ich nehme jetzt mal mein Licht weg und nehme jetzt die Shotgun wieder. Hallo, Shotgun, danke. Einfach damit wir jetzt doch noch ein bisschen... Batterie sparen. Wenn jetzt natürlich ein Gegner kommt, müssen wir wieder umswitchen, ganz klar. Da hinten ist Wasser. Aber sonst sehe ich hier nicht. Achso, nee, man hört hier nur Wasser, okay. Das ist eine verdammt große Höhle und man sieht verdammt wenig mit diesem Lichtkegel. Wie gesagt, sobald Gegner da sind, müssen wir halt wieder unsere Taschenlampe rausholen. Denn sonst wird das Ganze ein bisschen enger. Und vor allem, ich will die Munition hier nicht wasten. Was erstmal hier schnell zu dem Löchlein. Aber ich glaube, das war nur ein Durchgang. Müssen wir auch von der anderen Seite gesehen haben. Jep. Und ein bisschen. Weiter geht's. Ich habe nur gerade die Befürchtung, dass wir doch irgendwie im Kreis gelaufen sind. Es gab ja vorhin schon mal eine Stelle. Oder in einem der letzten Videos zumindest. Hier geht's weiter. Okay. Ich hoffe einfach, dass wir weiterhin geradeaus gehen und uns nicht verlaufen haben und hier die ganze Zeit jetzt im Kreis runtergehen. Das wäre sehr unschön und das, ja, da doch. Also, wenn die Gegner respawnen, wäre das für die Munition eher unvorteilhaft. Aber es sieht nur so aus, als ob ich hier noch nicht war. Ja, den kenne ich noch nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. Das sind mir zu viele Leichen hier gerade. Aha! Hier sind wir. Der Stuhl und der zweite Stuhl. Und der dritte Stuhl. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Ladies and Gentlemen. Wir haben die Höhle geschafft, besiegt, whatever. Und hier jetzt nochmal ein kleines bisschen Loot. Nice one, Kollege. Sehr schön gemacht. Good job. Wunderbärchen. Nice one. Hier geht's raus. Oh my God. Oh my God. Das war auf jeden Fall eine stressige Höhle. Wir sind besser durchgekommen, als ich gedacht hätte, tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass es übler wird, aber ich würde sagen, wir sind gut durchgekommen. Und es ist draußen hell, das ist
Doppelt nice. Und wieso ist hier zugefroren? Keine Ahnung. Vielleicht ist der hier immer zugefroren. Sehr, sehr geil. Ich sehe nur gerade, es wird langsam dunkel. Ah ne, es wird langsam hell. Perfekt. Ladies and Gentlemen, perfekter kann es eigentlich gar nicht mehr sein. Wir müssen jetzt hier eigentlich nur auf den Fluss hoch zur Höhle. Da könnte mit etwas Glück unser Gleiter noch sein, denn als nächstes geht es in die letzte Höhle. Beziehungsweise vorher schauen wir vielleicht nochmal schnell am Golfplatz vorbei und holen uns da noch den Revolver. Alter Vater, wir haben es echt geschafft bis jetzt. Gut, die letzte Höhle wird ein bisschen tricky. Wobei man sagen muss, es wird eigentlich nur, sage ich jetzt mal, lästig, da man alle Viecher mit dem Kreuz killen kann. Oder grillen sollte, würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Da spart man sich am meisten Munition, da das ein Kreuz unendlich Munition hat. Es ist schon irgendwie krass, dass die geilste Waffe ein Kreuz ist. Kein Munitionsverbrauch. Liegt super in der Hand. Da kommen wir nicht hoch. Und das rasiert einfach mal die krassesten Viecher, die es hier gibt in diesem Spiel. Also irgendwie schon ein bisschen weird. Es tut gerade richtig gut, hier einfach mal wieder durch den Wald durchzulaufen. Ich weiß, ich hätte mich jetzt auch irgendwie mit dem Seilgewehr da hochschießen können. Aber gut. Ein bisschen außen rumlaufen ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ein bisschen Sport machen, das schadet nie. Aber das ist einfach krass, wie man hier einfach fast senkrecht hochlaufen kann. Also das ist auf jeden Fall ein wenig weird in diesem Spiel. So, aber wir folgen jetzt dem Fluss. Wie gesagt, mit etwas Glück ist dort unser Gleiter. Und das bedeutet, wir können gemütlich rüberfliegen. Sollte er nicht da sein, haben wir ein großes Problem. Oder was heißt wir? Für euch gibt es einen Cut. Ich muss 20 Minuten laufen. Also 20 Minuten bis zum Golfplatz und dann nochmal 10 Minuten bis zur anderen Höhle. Deswegen hoffe ich, dass er noch da ist. Oder dass ich noch zufällig unterwegs einfinde. Wobei, ja doch, ich wüsste eine Location noch und da sind wir in der Nähe. Den würde ich mir holen, wenn der jetzt nicht da ist. Und es wird Winter. Es wird wirklich Winter. 10. Tag. Geilo. Spannend, wir uns zu schwimmen, das ist sehr, sehr cool. Ah gut, in einem Jahr praktisch das Spiel durchgespielt. Und das, obwohl wir auch noch eine Base gemacht haben mit Verteidigung, auch wenn sie spärlich ist. Aber ich finde schnucklig und schön. Ja, seht ihr, was ich sehe? Kein Gleiter. Ah, das ist doof. Ja gut, wahrscheinlich haben wir den so hier hingelegt, dass er jetzt auch, selbst wenn er theoretisch noch hier sein würde, dass er dann durch das Zufrieren hier verschwunden ist. Ah gut, das bedeutet, wir müssen uns ein wenig bewegen. Und das bedeutet, wir müssen zum nächsten Gleiter und der befindet sich in diese Richtung. Wir müssen jetzt keine Farmtour machen, denn wir haben eigentlich noch relativ gut Loot. Da würde es dann reichen, wenn wir einfach beim... So, der Elch ist hier auf dem... Wir haben noch keinen Elch getillt, oder? Ich kann es auch nicht. Aber... Nee, er hat sich verdient zu sterben. Ich finde, Elche sind echt sehr, sehr schöne Geschöpfe. Auch wenn ich... Teilweise habe ich echt schon Jumpscares abbekommen, wenn ich hier durch den Wald gelatscht bin und auf einmal kamen Elche hier irgendwo in der Nähe, die trampeln richtig. Ey, da hat es mich gerissen, ey. Alter Vater. Aber nein, sonst sind schöne Geschöpfe. Die bleiben am Leben. So, aber wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich hier, geradeaus vor mir, an diesem Wasser, müsste ein Gleiter sein. Da müsste eine Klippe sein und ein Gleiter darauf. Denn dort haben wir damals das Sonarpanel geholt, wenn mich nicht alles täuscht. Und da gehe ich jetzt hin. Und dann geht's weiter zum Golfplatz. Da wollen wir uns erst... Doch, da müssen wir drauf kommen. Da brauchen wir nur die Schaufel, wenn mich austauscht. Da wollen wir nämlich da noch die Waffe, und zwar die Magnum. Die jetzt nicht ultimativ gut ist, aber ich sag mal so, im Endfight auf jeden Fall produktiver sein könnte als als die 9mm. Na gut, wir werden es wahrscheinlich größtenteils mit dem Kreuz machen, aber das sehen wir dann. Ich habe auch Bock, einfach mit der Schrotflinte daran zu gehen. Bin sehr gespannt. Jetzt geht's explodieren. Schau mal, ist der Gleiter da? Ach ja, ich lasse jetzt auch einfach weiterlaufen, denn ja, auch wenn der eine oder andere es vielleicht langweilig empfinden könnte, aber bevor jetzt die letzten Videos nur aus Höhle, 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 Bunker, Höhle, Höhle, Bunker besteht, warten wir mal hier ein bisschen durch den Wald. Und hier oben hatte ich mal einen Gleiter gesehen. Der nicht da ist.
Der wahrscheinlich irgendwo bei meiner Base ist, beziehungsweise weg ist, denn bei meiner Base war er nicht. Und das bedeutet, ja. Ich darf zu Fuß laufen. Ach ja, damit ihr versteht, was ich meine. Ihr seht jetzt, auf meiner Karte, ganz, ganz rechts oben, unter der Uhrzeit, seht ihr dieses Blinken, ganz leicht am Rand. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen praktisch in die Richtung, sprich noch weiter als diese Ecke ist. Also sprich, wir müssen immer noch in die Ecke. Ungefähr da in der Ecke ist, dann kommt dann erstmal hier der Golfplatz und dann weiter rechts davon kommt die Höhle am Strand. Das bedeutet, ich darf jetzt... Ich habe einen weiten Fußmarsch vor mir. Ja, ungefähr so fühle ich mich gerade, wenn ich bedenke, wie weit ich jetzt laufen muss. Aber gut, Ladies and Gentlemen, dann gibt es einen kleinen Cut. Und wir sehen uns wieder, wenn wir am Golfplatz sind. 15 Minuten später sind wir endlich fast hier, wo wir hin wollten. Und ihr seht schon, ich werde hier ein bisschen verfolgt, aber es ist nur einer. Deswegen lasse ich den momentan noch in Ruhe. Der einzige Nachteil ist, wir müssen gleich graben. Und eigentlich hatte ich gehofft, dass wir das noch vor Wintereinbruch schaffen. Aber ihr seht das ja schon, Ladies and Gentlemen. Hier ist alles ein wenig weißer als gedacht. Und hier müssen wir jetzt graben. Aber der Dude verfolgt uns noch. Das könnte jetzt ein bisschen problematisch sein. Das hier ist, by the way, Bunker C. Auf dem Golfplatz. Auf der Rückseite des Berges, würde ich mal so spontan behaupten. Und ich warte jetzt nur, ob der noch kommt. Aber es sieht nicht danach aus. Aber mein Problem ist... Ich habe die Schaufel nicht auf Shortcast. Was bedeutet, ja, es wird immer ein wenig nervig, denn ich hole sie raus. Wenn ich dann wechsle, darf ich wieder auf mein Inventar gehen, sie rausholen und so weiter und so fort. Und das hier wird jetzt sowieso richtig nervig, denn, ja, Schnee. Wo höre ich ihn die ganze Zeit? Da hinten. Aber hier seht ihr schon, hier ist schon die Luke. Sollte er zu nahe kommen, schlage ich ihn mit meiner Schaufel. Der wird sich dann nur denken, was ist das für ein Wahnsinn? Der schlägt andere mit einer Schaufel, wie kann er nur? Und dann habe ich ihn los. Das hier ist unser vorletzter Stopp. Letzter Stopp wird dann die Hellcave sein. Hey, auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite bin ich gespannt, ob wir es schaffen. Aber auch ein wenig betrübt, denn das würde bedeuten, dass wir hier bald durch sind mit dem Projekt. Wobei ich mich auch schon auf Outlast oder Resi freue. Habe ich dann nur nochmal entscheiden, ob sich Resi 4 lohnt vor Outlast noch oder wie ich das Ganze mache. Aber da hatte ich Bock. Die zwei Spiele hatte ich auf jeden Fall Bock. Kann ich da eigentlich schon rein? Nö. Hey, ganz ehrlich, ich habe das jetzt so schön ausgehoben, als ob ich da jetzt noch nicht rein kann. Echt jetzt? Da war unsichtbar irgendwo noch Schnee oder was? Problem ist, ich will ja auch hier keinen weiteren Schnee da drauf schütten. Ey, wo kommt dieser ganze Schnee hierher? Wo kommt... Du bist frei! Du bist doch schon frei! Aber ich würde dir trotzdem... Ja, jetzt auf einmal. Jetzt habt ihr es gesehen, die Umrandung wurde anders, deswegen können wir jetzt hier endlich rein. Das Ganze war frei. Es war wunderschön frei. Bunker C. Aber gut. Ah ja, ihr seht auch, by the way, ich habe ein paar Leben verloren, denn ich bin vielleicht nur den einen oder anderen Berg runtergeflogen. Denn ich bin einfach über die Schneeberge gelaufen. Und ja, dann wurde es vielleicht mal ein bisschen zu steil. Also 90% Steigung ist noch in Ordnung für den Spieler. Ab 95 wird es eng. Aber wenn man dazu sagen muss, ich habe jetzt ein anderes Spiel... Da kannst du nicht mal 10% Steigerung hochlaufen. Also es ist so, wie es hier ist, viel, viel angenehmer. Aber wir machen jetzt einfach nur das Feuerzeug an, ein bisschen Batterie zu sparen. Und hier wollten wir hin. Hier ist der Revolver. Oh ja. Yeah. Soweit ich weiß, macht er nicht ganz so viel Damage. Aber wie gesagt, am Ende könnte es die bessere Variante zur 9mm sein. Schauen wir uns trotzdem nochmal, ob hier noch irgendwas ist. Nee, sieht nicht danach aus. Hier sieht alles fresh aus. Okay, erstmal Fußball spielen. Hier hinten, alles clear. Schauen wir mal, vielleicht ist hier noch ein bisschen Loot. Jawohl. Druckerharz. Also,
Da wäre es natürlich jetzt super, wenn wir noch einen 3D-Drucker finden. Aber ich glaube, in dem Bunker, wo wir hin wollen, ist kein 3D-Drucker. Und alle Bunker mit 3D-Drucker sind auf der anderen Seite des Berges. Und da laufe ich garantiert nicht nochmal zurück. Ladies and Gentlemen, ich weiß jetzt leider nicht genau, wie lang die Folge ist. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier gleich Fini. Oder vielleicht laufen wir noch hin. Und im nächsten Video werden wir uns dann den Bunker annehmen. Da ist jetzt ein Gegner. Meistens sehen die Gegner, wenn ich herauskomme. Aber hier sieht alles fresh aus. So, und jetzt müssen wir nur noch hier an den Strand. Ihr seht das. Und das wird jetzt noch ein kleiner Fußmarsch. Vielleicht... Ich überlege gerade, wenn wir einen Gegner sehen, könnten wir eigentlich nochmal den Revolver testen, um mal zu schauen, ob der Damage macht, beziehungsweise wie viel Damage er macht. Deswegen hoffe ich jetzt gerade mal darauf, dass wir hier irgendwas finden. Ja, nicht, dass wir jetzt dann hier auf einmal alles one-shotten. Da wäre es natürlich super. Aber ich frage mich, welche Munition verwendet wird. Denn eigentlich ist 9mm für einen Revolver zu klein. Gut, das ist jetzt keine Magnum. Weil es könnte vielleicht sogar eine Magnum sein. Aber da wäre es auch spezielle Munition. Und Magnum-Munition gibt es hier nicht. Deswegen, keine Ahnung. Gut, wahrscheinlich kommt es auf den Revolver an. Welche Munition? Aber ja, da so eine geile Magnum, wie man zum Beispiel aus Resident Evil Village kennt, wäre schon schön. Da wäre die Magnum ganz geil. Aber jetzt heißt es für mich erstmal noch weiter durch den Wald trampen, ladies and gentlemen. Wir müssen in die Richtung. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es bisher hierhin zugesagt. Im nächsten Video werden wir am Bunker Residential, nee, Bunker Luxury sein. Weil ich im letzten Bunker und ich bin mal gespannt, wie wir durchkommen werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.